Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Ich habe ja heute nicht genug Videos gemacht, die werde ich aber nicht, dass ihr euch wundert, dass ich immer eine gleiche anhabe und genauso scheiße aussehe. Es ist warm. Ich habe heute das Video gemacht, wo ich euch meinen Tisch zeige, was alle drauf steht zum Abarbeiten mit den Bestellungen. Ich habe das Video zum Katzenklo gemacht, welche ich mir gekauft habe. Ich habe das Video gemacht zu den Batterien, da habe ich auch angerufen, da ist dem wirklich ein Fehler unterlaufen, da kriege ich jetzt meine neuen, die wollen mir jetzt per E-Mail dann irgendwie das schicken, wie ich das jetzt mit meinen alten Batterien machen soll, ob ich die kaufen will oder ob ich sie, ich habe ja gerade erst welche gekauft. Und heute komme ich jetzt mit meiner Tochter von meiner Mutter, wir waren baden und einkaufen nochmal. Habe ich schon wieder ein Paket. Ich nehme das jetzt einfach mal auf pro forma auf, weil ich weiß absolut nicht, was drin ist, weil ich erwarte eigentlich heute direkt noch nichts. Kann nur sein, dass ich erwarte noch auf ein Hit, aber das wird dann eher ein Vor-Unboxing. Deswegen habe ich gedacht, nimmst du jetzt einfach mal pro forma auf. Ja, was jetzt schon? Jetzt schon, ist ja schnell. Oh, da habe ich hier so viel Müll heute, hier sind so viele Kartons. Kann ich morgen erstmal richtig fett putzen. Und Müll und Papierzeug runterbringen. So, und da haben wir natürlich ein Vor-Unboxing. Und einmal haben wir hier ein Bluetooth-Headset HV-H911BT. Steht auch irgendwo die Firma drauf. Und Harvard, was? Ich hab Angst, was Falsches zu sagen. Hier müsste irgendwo drauf stehen. Havik. So heißt die Firma. Havik. Da habe ich einmal so ein Bluetooth-Headset. Weil, ja, weiß ich nicht, das wollt ihr ja mal, sowas wollt ihr ja mal sehen und was das da alles möglich ist und was das da alles Schönes gibt. Die sollen so vom Style so in etwa wie die etwas teureren sein von Ultron. Nur so auf den ersten Blick, also im ersten Blick sehen die ja nicht mal so schlecht aus. Da bin ich mal gespannt. Die werden wir uns mal ankicken, was sie hergeben und ob das mit jedem Handy funktioniert und auch ob es mit dem PC funktioniert und so. Und dann wird natürlich Unboxing, Hardware-Check kommen. Und dann haben wir hier noch eine Cam. Webcam, ja, steht irgendwo was. Hier stand auch, wie viel Megapixel die hat. Habe ich meine Brille hier irgendwo? Natürlich auf den Tisch wieder gelegt vorhin. USB 2.0, USB 1.1. Spanien, Französisch, Russisch, Englisch. 50 Hertz, 30 FPS. Die soll Full HD haben. Aber hier steht noch schon Full HD. Mikrofon hattet. LED-Licht. Aber hier steht HD-Webcam. Also ist eine HD-Webcam. Aber die soll sogar 1080p Aufnahmen möglich machen. Skype natürlich nur mit 720p, aber die soll wohl Aufnahmemöglichkeit haben, 1080p. Da bin ich mal sehr gespannt. Das ist auch hier von Havik. Entweder Havik oder Havik, also H-A-V-I-C. Den Amazon-Shop von und die Webseite von Havik werde ich unten in die Videobeschreibung machen. Da werde ich mich jetzt die Tage ransetzen und Unboxing, Hardware-Check machen und logischerweise nach einer Weile auch ein Hardware-Check 2, wenn ich die jetzt eine Weile benutzt habe. Und mal gucken, ob das alles auch so funktioniert. Also ich bin jetzt momentan von dem ersten Eindruck sehr überrascht. Sieht sehr hochwertig aus jetzt, auch die kleine Cam. Ja, so klein ist die gar nicht. Guckt mal, wie dick die ist. Ja.
Und auch der Karton von dem Headset sieht sehr... Und da unten seht ihr halt, hier, das sieht auch so wie Leder aus. Da haben wir den Anschluss für ein Kabel. Hier haben wir USB, was wir schon sehen. Ja, da bin ich mal gespannt. Sieht so im ersten Augenblick gar nicht mal so unübel aus. Also hat was Schönes. Das kostet, glaube ich, 29,99 Euro. Und die Cam, glaube ich, 12 oder 13,99. Ich weiß es nicht. Weil ich brauche noch eine Cam, dass wenn wir hier Hangout machen und so, dass ich eine auf mich richten und eine auf den Tisch richten kann und da immer hin und her switchen kann. Und da will ich mal gucken, wie die, was die für einen Fokus hat und so. Da lassen wir uns dann mal überraschen. Das soll jetzt aber wirklich für heute gewesen sein. Ich bin K.O. Ich mache für heute Schluss. Ich werde mir jetzt auf dem Sofa lang machen. Ich verabschiede mich. Ahoi, sagt euer Odin.